So, das ist unser Hotel und mit diesem Ambiente hier begrüße ich euch zum zweiten Teil des Italien-Trips bei gefühlten 33 Grad. Heizzimmer, O-Kämmer, wir haben mit dem Auto und Urhänger haben wir gefahren, weil ich diesen Trip mit Axel da bin. Die anderen beiden, da ist zeitlich eine Ausgange. Deswegen haben wir schnell so gefahren, Auto, Urhänger. Heute ist Mittwoch, wir werden bis Sonntag bleiben. Aber ich werde tatsächlich nicht alles aufnehmen, weil wir nämlich zwei Strecken nachfahren, was wir das letzte Mal quasi in der Miniserie nicht geschafft haben. Die zocke ich eigentlich, die zwei Tage. Und die restlichen Tage, die kennt ihr schon. Schaut einfach die Miniserie oben an rechts, kommt es zum Video. Im nächsten Video wird es die zwei Strecken sehen, was wir morgen und am Freitag vielleicht geplant haben. Wir haben ja ein paar Tage da. Und die restlichen Strecken, die fahre ich mit Max einfach so ab, weil er das letzte Mal nicht dabei war. Und wie ihr seht jetzt an einem Blickwinkel, weil ich nämlich aus den Fehlern von der Miniserie gelernt habe. Und zwar soll es morgen auch wieder regnen. Und beim letzten Mal, wo ich da war, Ende Mai, hat es auch geregnet gehabt. Und da habt ihr wahrscheinlich die Tonspuren gehört. War jetzt nicht optimal, weil mein Setup nicht wasserdicht war. Das nehme ich jetzt gleich als Ton her, wegen meinem Setup und neue Kamera und neue Blickwinkel. Werdet es vielleicht hören. Nur da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen am Experimentieren und habe einen Markenumstieg gemacht. Ja, ich muss mir ein bisschen reinfuchsen, weil ich nämlich ein kabelloses Mikrofon habe und ich weiß nicht genau, wann sich das selber ausschaltet und wann nicht. Wie gesagt, Test. Neue Kamera, neue Setup-Test. Und ich habe gerade bemerkt, wo ihr die 360 ausschalten wollt. Hallo? Hallo? Ja, ich habe keine SD-Karte drin. Verdammt. Schild happens, egal, dann sieht es. Ah, doch, sie läuft. What the dog doing? What the dog doing? Der Plan für heute, wir haben es jetzt 10 vor halb 6. Wir waren vorbei nur essen und jetzt fahren wir auf die Panoramica und schauen mal, was das Wetter macht. Solange es nur steht, vielleicht erwischen wir halt den Sonnenuntergang. Auf alle Fälle, jetzt fahren wir stehen da jetzt zu der Panoramica, wieder ein bisschen Offroad, schön langsam reinkommen und dann sehen wir uns bei der Auffahrt zur Panoramica. Straße noch 17 Kilometer folgen, das sieht sehr gut aus, meine Damen und Herren. Wir befinden uns gerade in der Anfahrt auf die Panoramica, was recht fix gegangen ist. Wann haben wir weg? Ich weiß nicht, viele Stunden haben wir jetzt gefahren und jetzt fahren wir noch dreiviertel Stunde. Wir wollen uns mal einen Berg aufschlängeln. Ich war hier schon mal oben rechts, einmal der Link zum Video von damals. Damals war das Wetter aber nie so gut, leider. Und jetzt bin ich nun mal da bei schönem Wetter. Aber es ist damals, wo schlecht Wetter war, es war einfach so geil. Es war, ich kann es nicht beschreiben. So eine schöne Straße da auf. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was wir oben bei dem schönen Wetter für eine Aussicht haben. Ist schon fett. Macht schon gewaltig viel Spaß, wenn es einmal trocken ist. Und wenn das Wetter einmal schön ist. Es ist so ein unglaubliches Gefühl, wieder hier zu sein. Es ist das letzte Mal vor zwei Jahren, irgendwie so im Nebel, es war kalt, es war eigentlich nicht geil zum Fahren und trotzdem, weil es einfach was anderes da ist, mega geil. Und jetzt mit der Aussicht, oh, ist schon fett, ist schon richtig fett. Boah, ist glaube ich einer von den schönsten Strecken, die wir fahren können. Es ist definitiv ein Highlight. Alter, jetzt haben wir eh gleich Oman. So, und jetzt lassen wir die Straße eh gleich hinter uns. Und jetzt geht's mit Schotter los. Also hier zu fahren, es ist der pure Wahnsinn. So, bereit für die Aussicht. War nur Spaß, die kommt um der Kurve. Boah, fuck, Alter, ich merke meinen Reifendruck. 2 Bar haben jetzt vielleicht nicht optimal. Kleines Bänkchen, die Bergdorf, Vorsicht. So, willkommen auf der Panoramica. Wie im letzten Video schon gesagt, boah, es ist also, wenn man weiter sieht, bis da drüben hin,
ist, glaube ich, Schotter. Dann geht es, glaube ich, nur ein bisschen weiter, bis die Straße wieder anfängt. Und das alles ist Schotter mit der Aussicht. Boah, es ist, kann ich fast nicht beschreiben. Und ich muss definitiv für die nächsten Tage meinen Reifendruck einmal minimieren, weil ich jetzt schon wieder gespannt habe, dass ich ins Rutschen komme. Alter, Alter. Ja, das hat man letztes Mal alles nicht gesehen gehabt. Wenn der Nebel da überall drin hängt, oh, es ist richtig geil. So, aber jetzt fahren wir erst einmal nur vor bis zum Aussichtspunkt und dann machen wir mal ein kleines Päuschen. So ein Braver. Muchas gracias. Alter, was für schöne Strecken zum Fahren. So, willkommen an der Aussicht. So, kommt da wer oder nicht? Nein. Die Straße geht da noch ein bisschen weiter. Da kommt dann nur mehr eine Aussicht. Aber die ist dann schon wieder teert. Von dem her, sage ich einmal, Tagesziel erreicht. Mehr wollte man nicht. 18 Uhr, gute Zeit, sehr, sehr geile Zeit. So, dann einmal auf nach Hause. Wir haben jetzt ein paar Fotos gemacht, wir haben jetzt ein paar Videos gemacht gehabt von Maxl als Statist. Genau, dann war es an der Stelle. Wir fahren jetzt heim ins Hotel. 150 Minuten, perfekt. Ja, Friends, da oben kommt schon der Nebel rein. Und ja, morgen sollte es weiter umschlagen, was vielleicht jetzt schon fängt, das jetzt tut. Glaub, erst in der Nacht soll es regnen. Aber da schauen wir morgen einfach einmal. Zweiter Tag. An der Stelle muss ich mal wieder reingrätschen. Und zwar, wir müssen mal eine Woche zurückgehen, dass ich euch das mal erklären kann, dass ihr da mal den Überblick habt, was überhaupt passiert ist am zweiten Tag und warum wir abbrechen mussten. Eine Woche oder knapp eine Woche vorbei, bevor wir da oben gefahren haben, bin ich daheim nochmal eine Runde gefahren und da ist nach dem Starten das Motorrad nicht mehr hochgesprungen. Fehlermeldung, Soft 1.4 und das Problem habe ich schon mal gehabt, das ist Bordspannung, da habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, eine neue Batterie eingebaut und dann ist das alles wieder super gelaufen. Bei dem Fall habe ich mal genau das gleiche Ding gehabt, okay, Batterie, geschaut gehabt, 3 Jahre her, neue Batterie eine, sollte passen, Probe gefahren. Danach alles Gucci. Dann sind wir nach Italien runtergefahren. Wie gesagt, Auto-Anhänger. Am ersten Tag alles super gelaufen. Überhaupt kein Problem gewesen. Und dann fing der zweite Tag los. Am zweiten Tag, ich kann es euch mal beschreiben, wie das so ausgeschaut hat. Ich habe da jetzt nicht wirklich mitgefilmt oder was gelabert gehabt, weil ich da irgendwie so dann in meinem Tunnel war von Lösungsansätze und. Auf alle Fälle in der Früh Hotel aufs Moped gestiegen gehabt und dann hat sie schon, wollte sie nicht so wirklich, ist aber im Hotel noch angesprungen. Wieder Fehlermeldung, Soft 1.4, alles klar, okay, pack mal die Starterkabel mit ein. Wenn wir da jetzt den ganzen Tag umeinander haben, vielleicht könntest du es ja brauchen. Gut, dann haben wir zur Tankstelle gefahren, weil ich tanken haben müssen. Und da
nach dem Tankvorgang habe ich dann das erste Mal fremd starten müssen. Ging nichts mehr. Zündung an, Motor wollte ich anmachen, Clarksoft 1.4, geht nichts mehr. Okay, Sitzbank runter, alles klar, wir müssen fremd starten. Dann sitzt hier bei den Aufnahmen, das war nach dem Tanken, sind wir auf dem Pass, wollten mal losfahren. Das war eigentlich der erste Teilabschnitt gewesen, was wir fahren wollten. Und dann, als wir oben angekommen sind, ich glaube, ich habe das alles gar nicht mehr gefilmt gehabt. Ich war da im anderen Tunnel. Als wir oben angekommen sind, bin ich stehen geblieben, Leerlauf rein, und während ich im Leerlauf war, ist das Moped ausgegangen. Gut, nochmal fremd starten müssen, haben wir dann wieder Sitzbank abgebaut. Dann habe ich mir gedacht, hey, das gibt's doch nicht. Habe ich die Öltemperaturanzeige abgeklemmt? Habe ich die Sicherungen durchgeschaut? Habe ich das und das gemacht? Leider auch ohne Erfolg. Gut, was haben wir dann gemacht gehabt? Wir haben dann auf Maps haben wir unsere Werkstatt rausgesucht. In der nächsten Ortschaft haben wir dann da hingefahren. Als wir da in dem Gewerbegebiet oder was das da war, gekommen haben und die Werkstatt gesucht haben, waren wir erst bei der falschen Adresse. Das war nämlich die Werkstatt, wohin wir wollten, war nämlich eine Straße weiter. Ja, und dann ist das Moped wieder ausgegangen gehabt, weil ich im Leerlauf war. Ich habe nicht mehr darauf geachtet. Da schiebe ich dann das Moped zur Werkstatt. Der Maxl ist dann schon vierig gefahren und hat dem Mechaniker dann vorgewarnt, dass ich quasi schon auf dem Weg bin. Bei der Werkstatt angekommen. Mechaniker kann kein Englisch, wir können kein Italienisch. Haben wir dann mit Händen und Füßen und Google-Übersetzer haben wir uns da dann irgendwie versucht zu artikulieren, wo das Problem liegt, was wir schon gemacht haben. Er hat das Modal dann durchgemessen. Er hat dann irgendwie telefoniert und das probiert und das probiert. Bevor er das alles gemacht hat, hat er dann schon gesagt gehabt, oh, Electrical Problem is big problem. Habe ich mir schon gedacht, ja, das so weit bin ich auch schon. Und dann irgendwie nach einer halben Stunde, was das war, hat er dann irgendwie gesagt gehabt, irgendwie Generator, Lichtmaschine, irgendwie sowas, dass da kaputt war. Den Verdacht habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon gehabt. Und er meinte dann, dass wenn er Teile bestellt, die in einer Woche da wären, und da haben wir dann gesagt gehabt, nee, dann brechen wir das Ganze ehrlich gesagt ab, weil in der Woche sind wir nicht mehr unten. Und haben ihm noch ein kleines Trinkgeld gegeben für die Mühe. Leider ohne Erfolg, das lag aber nicht am ihm. Und dann sind wir ins Hotel gefahren. Wie gesagt, nichts mehr geredet gehabt, weil ich da schon am Planen bin, wie wir das Ganze irgendwie fortsetzen können. Ob man irgendwie jeden Tag in der Früh fremd starten und wir den ganzen Tag einfach durchfahren oder ob wir irgendwie in der Nacht die Möglichkeit haben, die Batterie aufzuladen. Dass wir quasi in der Nacht die Batterie aufladen und dann den ganzen Tag durchfahren, dass das in der Früh läuft. Aber haben wir uns dann doch dagegen entschieden, eventuell mal stehen bleibst, dann jedes Mal Sitzbank abbauen, dann Kabel, dann fremd starten. Und dann war letztendlich die Entscheidung getroffen, dass wir am zweiten Tag abbrechen, Sachen packen und heimfahren. Wir sind dann am dritten Tag wieder heimgefahren. Ich habe dann währenddessen, ich in Italien schon war, daheim Werkstatt telefoniert, Termin ausgemacht, allem drum und dran. Und tatsächlich, Endresultat war Lichtmaschine, ein Strator, glaube ich. Ich kann nochmal kurz in der Rechnung nachschauen. Genau, Lichtmaschine, Strator erneuern. Das war das Problem. Das ist das Problem! Wir brauchen gar nicht weiterzufahren! Mir ist gesagt worden, dass ich glaube nur 2 Volt aus der Lichtmaschine zur Batterie kommen sind. Dass die Batterie während der Fahrt nicht mehr geladen worden ist. Und der Strator, oder ich glaube sogar die ganze Lichtmaschine haben es getauscht gehabt. Trip war dann ja leider beendet. Vorzeitig. It is what it is und man kann es halt nicht ändern. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss auch wieder, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir da unten sind. Ich wollte eigentlich einen Mehrteiler daraus machen, aber naja, das wird dann wahrscheinlich wieder nächstes Jahr auf dem Plan stehen, dass wir da nochmal runterfahren, dass wir das nochmal nachfahren können. Aber für dieses Jahr wird da nichts mehr kommen. Moped ist wieder da, Moped läuft wieder, alles wieder normal. Aber wir haben es jetzt schon Oktober, da wird jetzt nicht mehr so viel kommen. Kleine Nebeninfo, es wird noch nach dem Video, wird noch ein Video von mir kommen. Auf das dürft ihr mal gespannt sein. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und dann würde ich mal behaupten, was das mit dem Video. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen irgendwie recht gut zusammenschneiden können. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, Glocke, ihr wisst das eh. Mit diesen letzten Aufnahmen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.